Servus meine Shakes and Fidget Freunde, in diesem Video möchte ich meinen Free-to-Play-Account vorstellen und meinen Stand nach 50 Tagen einmal euch zeigen. Hierbei gehe ich darauf ein, was ich alles so schon erreicht habe, woran ich momentan hinarbeite und vielleicht könnt ihr das vielleicht mit euch ein bisschen vergleichen. Alles in diesem Video. So, dann fangen wir an mit der Account-Vorstellung. Und bevor der erste sagt, Digga, du hast goldenen Rahmen, das ist never ever Free-to-Play-Account. Da oben mache ich ein kleines Infopanel. Da könnt ihr sehen, wie ich den Free-to-Play-goldenen Rahmen erfarmt habe mit den Angeboten in dem Shop. Wer das sehen will, da oben draufklicken. So. Ansonsten fangen wir mal an. Ich bin Stufe 142 nach 50 Tagen. Ich bin in den Top 2000 Spielern von der Ehrenhalle. Das ist ungefähr Top 1% der Spieler, fast Top 0,5. Und ich bin schon sehr zufrieden, soweit wie ich gekommen bin. Meine Vorteile, die ich mittlerweile gesammelt habe im Sammelalbum, Erfahrungsbonus 75%. Die letzten 5% waren wirklich, wirklich happig schon zu holen. Das waren alles einzelne Legendaries. Wer das Video bereits gesehen hat mit dem Erfahrungsbonus, wie ihr dieses Sammelalbum am effektivsten farmt und so weiter, habe ich auch ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne reinziehen. Klicken wir einfach mal drauf, um die Achievements uns anzugucken. Ich habe hier schon hier die erste Seite super voll. Yeah! Jede Achievement plus 5 auf alle Stats, super! Von den ganzen Achievements Level 18 erreichen war easy, alle Orte, wenn man es verstanden hat, war auch easy. Greifendrache oder ja, hat man am Anfang geholt. 24 Stunden keine Kleidung, hatte ich zum Glück ganz am Anfang gemacht. Der Abzocker-Zocker, dreimal in Folge besiegen, das war assi. Es war mir so Glück, es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann auch erreicht. Glücksrad einfach sparen, Lucky Coins, Werbung schauen, Werbung, Werbung, Werbung. Meine Erfahrung, am Handy gibt es viel mehr Werbung. Die ist zwar weniger wert, aber da könnt ihr fast nonstop Werbung schauen. 100 Pilze in Abenteuer finden, ja, nach und nach einfach bekommen. 100 Festungen überfallen, mache ich regelmäßig, gibt's Rohstoffe. Arena-Kämpfer an einem Tag, auch easy going. Die nächste Seite. Momentan spare ich auf 10.000 für den Schmied. Und wenn ich die dann habe, dann werde ich erst meine Gegenstände verbessern mit dem Angesparten. Dann kann ich die beiden auf einmal erfüllen. Lass mal hier den Stand schauen beim Schmied. Wie viel habe ich da? Ich bin bei 2.000. Wird jetzt auch ein bisschen schneller gehen. Jetzt, wo ich auch das verbesserte Glücksrad habe, wo man das hier auch finden kann. Deswegen, also da bin ich zuversichtlich, dass ich das schon sehr bald finden werde. Was haben wir hier? Tiefschürfen, 77 Mal habe ich gefördert in der Mine. Funktioniert gut, habe ich auch sehr bald erreicht. Sammelalbum, das wird nichts, ein Jahr dabei sein, wird noch dauern. Ich bin erst bei Tag 50. Hier einfach aktiv sein, Ehren. Gildenehre, einfach in einer Gilde sein und immer wieder an den Battles teilnehmen, das wird auch von selbst passieren. Stufe 100, yeah, Meilenstein erreicht. Stufe 200 kommt bald. Das hier ist noch in langer Sicht hin. Schwarze Edelsteine wird noch lange dauern. Ich hatte noch keiner in der Gilde, die Stufe 15 erreicht. Moment spare ich hier Begleiter komplett mit Epics ausrüsten. Ich habe meine drei Begleiter und meinen ersten habe ich fast in Epics ausgerüstet. Da fehlen mir hier noch drei Stück. Und dann habe ich einen von drei Begleiter bereits voll mit epischen Gegenständen. Wird noch ein bisschen dauern, aber bin ich gut dabei. So, das soll es mit dem Sammelalbum erstmal gewesen sein. Ansonsten meine Vorgehensweise. Ich hole mir nicht den Drachen für die fetten Pilze. Das ist einfach zu kostspielig für die wenigen Pilze, die ich hier habe. Den Greifendrachen für 25. Ich bin mit dem Tiger unterwegs, der kostet nur einen Pilz. Wie ihr seht, und des Weiteren hole ich mir auch nicht den Trank des ewigen Lebens, auch wenn ich ihn hier gerade habe. Das ist Login-Bonus, eine Belohnung. Wenn der weg ist, dann tausche ich den durch hier den Glückstrank aus. Hier hole ich mir die plus 15 und plus 25 Tränke. Ich hatte normal früher immer mit den 25 habe ich genutzt, aber dann hatte ich irgendwann Engpässe und dann hätte ich mir gewünscht, ich hätte einen plus 15 wenigstens gehabt. Das heißt, ich sammle die immer beide. Kann man hier kurz einen Quest annehmen. Ist das Cooldown? Yeah, täglicher Auftrag abgeschlossen. Und oh, ein roter
Quest, den nimmt man natürlich gerne an. Sehr gut, gibt fette, fette XP und so weiter. Schauen wir hier kurz Arena. Ich bin von der dem Arena-Manager an und für sich. Boah, den mag ich überhaupt nicht, aber es ist ein notwendiges Übel. Man muss hier bis auf die 1000 Runen kommen. Bin ich noch ganz am Anfang. Erst bei 46. Ich opfere dann, wenn ich hier dann wieder 100 habe und dann mal schauen, mal schauen. Also in kleinen Schritten geht es hier voran. Ihr seht hier, man kann hier nahezu nonstop die ganze Zeit spielen und Upgrades machen. Ich mache das mal immer ein bisschen, weil ich will nicht da zu oft dann sein und hier die Upgrades machen, weil ich es einfach nicht gerne mache. Wenn einer unter euch das gerne macht, schreibt es mal unten in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, ob jemand das hier gerne macht. Ich bin kein Fan davon. Ich habe mir auch keine Angebote hier geholt. 25 Pilze ist für mich einfach zu viel. Werde ich nicht machen. Waffen und so weiter hole ich mir eigentlich keine. Auch keine Epics hier drin. Nie was mit Pilzen. Ich hole mir nur Rüstungs- und so Sachen, wenn ich es gerade für die Hexe gebrauchen kann. Dann kaufe ich das. Ansonsten hole ich beim Waffenladen gar nichts. Der Zauberladen hingegen, da hole ich mir immer alles, außer die Sachen, die dann irgendwann Pilze kosten. Ihr seht das, alle 6 kosten jetzt Pilze. Warum das Ganze? Weil ich die Tränke da rausholen muss. Okay, ich kaufe alles auf, was ich da drin finde und hole dann die Tränke und sammle die, bis ich die dann verwenden kann. Bei den Tieren. Mit den Tieren bin ich größtenteils sehr zufrieden. Ich komme gut voran und sammle hier schön meine Tiere. Ich bin schon gut vorangekommen, wobei Feuer mein am weitest vorangeschrittenes ist und Wasser leider was am weitesten hinten ist. Was für mich persönlich und meinen Account leider schade ist, weil Wasser gibt natürlich Prozente auf Stärke. Also wer hier die Pets noch nicht so ganz verstanden hat, ich habe auch einen Pet-Guide gemacht, also kann ich wirklich empfehlen, da wird das sehr im Detail vorgestellt. Leider für mich Wasser noch hinten dran und für mich das wichtigste Element, Wasser und Schatten. Wir können hier mal Schatten gerade probieren. Hier 29, ich habe es heute zweimal gefüttert. Da hätte ich jetzt eine gute Chance, hier den zu schaffen. Lass mal überspringen und nee, es reicht noch nicht. Muss ich noch weiter leveln. Mit den Pets bin ich aber größtenteils zufrieden, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bei den Dungeons. Mit den Dungeons bin ich sehr zufrieden. Also hier komme ich wirklich gut voran. Ihr seht, die ersten 9 Dungeons habe ich schon durch mit Level 130 oder so. Und dann hatte ich natürlich hier den Märchenturm und konnte dann in der Festung endlich das Herz der Finsternis finden und habe Zugang zur Unterwelt. Und das mit Level 130 oder so. Also ich habe schon recht früh das bekommen. Das finde ich sehr, sehr nice. Also da bin ich wirklich happy darüber. Was mich auch interessiert hat, waren hier diese Begleiter, die ich gefunden habe, die hier initial mit Stufe 150 da sind. Ich kann die nicht mal leveln, weil mein eigener Charakter 20 Stufen drunter war. Also das Spiel hat ungefähr vorgesehen, dass du bei Stufe 150 plus minus da diese Begleiter dann erst bekommst, den Märchenturm erreichst. Ich habe es 20 Level früher bekommen. Momentan bin ich, was jetzt hier die Dungeons angeht, ein bisschen stuck. Ich komme nicht weiter voran, weil einfach die Level zu hoch sind. 255. Das ist über 100 Level höher als mein Charakter. Ich komme gut voran, aber irgendwann reicht es dann einfach. Da ist das Limit erreicht. In der Schattenwelt geht es ein bisschen besser voran. Hier Wirbelsturm Stufe 22. Auch wenn hier die Stufe natürlich niedriger ist. Aber da gibt es keine guten Items irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen. Ich habe in dem Wirbelwind Sturm eher nicht so gute Erfahrungen, was Items zurückbekommen angeht. Ansonsten Schattenwelt noch ein bisschen zu stark für mich. Auch hier komme ich mit den Dungeons momentan nicht weiter. Und zu guter Letzt die Festung. Wer den Festungsguide-Video von mir schon gesehen hat, der hat das hier eigentlich alles schon gesehen. Bin ich zufrieden, komme gut voran, kann gut Rohstoffe sammeln. Und auch jetzt mittlerweile in der Unterwelt unterwegs. Ihr seht, Herz der Finsternis. Herz der Finsternis, Stufe 4. Und dann kann ich endlich hier Goldkube. Yeah, let's go, Gold scheffeln. Bam, 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 bam. Die Goldmine wird dann auch schön ausgebaut und gefördert. Wenn ich hier ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe und ein paar Upgrades gemacht habe, dann wird es auch für die Unterwelt natürlich ein Guide von mir geben. Freut euch schon mal drauf. Wird es demnächst geben. So, ansonsten, ich bin zufrieden, soweit wie ich bin. Free to play, es geht weiter. Die wenigen Pilze, die ich habe, die investiere ich immer am Wochenende. Also Wochenende 300 Alu-Spieler für diese Pilze.
die ich da unter der Woche sammle oder durch Angebote mir dann erfarme. Das war soweit meine Account-Verstellung. Wenn ihr noch Fragen habt, haut's gerne unten in die Kommentare. Wenn es euch sowas gefallen hat, den Account einfach mal hier den Stand Status Quo zu sehen. Also gerne gebt mir Feedback, dann mache ich das in 50 Tagen oder in 30 oder keine Ahnung, wie ich das Intervall mache. Gerne nochmal einfach mir unten Feedback geben in den Kommentaren. So ein Video geht immer. Und ja, dann verabschiede ich mich und wem es gefallen hat, smash den Like-Button, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf, euer Brave Dave. Bye, bye.